Peter, du bist vor die Eiskönigin befohlen. Geh! Durch dieses Tor führt der Weg zu ihr. Ich habe Angst vor dem Drachen. Er sieht nur so gefährlich aus. Wenn du ihm mutig entgegentrittst, tut er dir nichts. Wie heißt der Drache? Publikum. Publikum? Hm? Komischer Name. Publikum. Darauf reagiert er nicht. Er ist kein Hund. Wenn ich ein Stückchen Zucker hätte. Zucker frisst er auch nicht. Was frisst er denn? Dich, wenn du Angst hast. Du musst ihn bezwingen. Zeig ihm, dass du dich nicht fürchtest. Also, los! Die kleine Dida Bodin? Ja, Hoheit. Hab keine Angst. Diese Prüfung habe ich auch ablegen müssen. Komm, ich helfe dir. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Hoheit. Wieso Hoheit? Entschuldigen Sie bitte. Heute Nacht, da habe ich geträumt. Ein Angsttraum wahrscheinlich. Du darfst keine Angst haben. Diese Prüfung habe ich auch ablegen müssen. Und haben dann den Drachen besiegt. Was für einen Drachen? Ich habe geträumt, dass Sie mir geholfen haben, den Drachen zu besiegen. Sie haben meine Hand genommen und mich geführt. Das können wir ja machen. Komm. Ich will nicht dich laufen sehen. Schweig, du Drachen! Dein Glück. Guten Abend, Herr Haller. Guten Abend. Wetten, dass Sie mich nicht erkennen. Gewonnen. Ich bin unter Manager vom Bayer Ballett. Großartig, da können Sie mir gleich zeigen, wo unsere Plätze sind. Musik.
ihr. Im Nebendrang sind die Männer. Als wir vor Jahren in Santa Fe mal waren, liebten wir alle. Woher hast du denn schon wieder die Schleider? Jeder der Liebesfreuden von ihr erfahren, sagte beim Tanz zu ihr: Olle, du bist für uns Santa Fe, Santa Fe. Wann sehe ich dich wieder, Santa Fe? Ich sehn mich nach dir, Santa Fe. Ich hör deine Lieder, Santa Fe. Sie rufen nach mir. Was du mir dort einmal mit zärtlichem Mund gesungen, lässt mir niemals mehr ruhen. Nämlich einen großartigen Einfall. Höchste Zeit. Was heißt höchste Zeit? Na, der Müller II, der neben mir in der Schule sitzt, sagt immer zu mir, höchste Zeit, dass deinem Vater mal was Neues anfällt. Der Müller II kann leicht lachen. Soll er mal 4 Revue-Filme hintereinander inszenieren? Komm. Ja, in Ordnung. Also, wir zeigen zuerst das Buch in Großaufnahme und dann beginnt leise die Einleitungsmusik. Den Zauber romantischer Märchen haben die Menschen vergessen. Denn heute werden die Märchen nur an den Lügen gemessen, die man prosaisch füreinander erdacht. Doch diesen Fabeln zum Gegenbeweis legen wir unser Märchen auf Eis, damit es uns lange erhalten bleibt. Horcht auf die Musik. Und seid ihr nicht blind, seht euch im Spiegel des Eises als Kind. Thank you.
Lass uns entschweben ins Meer.